Guten Morgen, hier bei den Humanis in Paris. Ja, was müssen wir machen hier? Essen holen, Frühstück holen, ein paar Baguettes, ein paar Croissants auf jeden Fall. Das sind ja die schönen Sachen, die man haben kann. So, Sesam, öffne dich. Aber wir wollen ja auch mal, warte mal, jetzt müssen wir die Tür aber so andersrum aufmachen. Warte, ich glaube, das geht aber auch so, komm. Nee, kannst ihn reinmachen. Dann kann er auch aufbleiben, bis wir wiederkommen. Nee, mach ihn andersrum auf. Aufseicht. Ja, genau. Mach ihn jetzt da rüber. Geht er überhaupt rüber? Boah, was ist das denn hier? Weil so können wir ihn auch auflassen und wieder zurückkommen gleich. So, Friends, wir gehen jetzt hier. Wir gucken mal, wo wir was... Ich fahre, aber da vorne ist schon eine Pasteria. Sehe ich gerade. Gleich gegenüber, du. Hier. Was hast du dazu? Sieht aber irgendwie nicht so aus, als hätte er auch. Ja, aber wir gehen jetzt in so einen Market oder sowas. Ne? Das wollte ich euch nochmal kurz mal zeigen, liebe Freunde. Ich habe keine Ahnung hier. Guckt euch das mal an. Schießerei hier. Was geht hier ab? Was ist passiert? Na gut, geiles Wetter, geiles Wetter. Wir gehen hier ein bisschen. Wir sind froh, dass wir in Paris sind. Wieder so ein kleiner Kurzurlaub. Das tut uns richtig gut. Wir fahren hier mit dem Katja. Ja, also ist schon blöd hier beim Rausfahren, obwohl ich hätte auch anders rausfahren können. Also, wie haben die denn hier jetzt wieder geparkt hier, ne? Guck mal. Aber weißt du, was ich schön finde? Dass diese alten Häuser und so. Finde ich auch, das aber mag ich. Sind wir direkt in Paris eigentlich fast? Fast. Wie 7-8 Kilometer, ein Randgebiet. Genau, am Randgebiet. Ich habe vorhin geguckt, Saint-Denis ist 8 Kilometer von hier. Oh, cool, da können wir erst hingehen. Zu danach. Hallo liebe Freunde, Saint-Denis ist hier wirklich in Paris einer der gefährlichsten Gegenden hier. Also wirklich so Kriminalität natürlich sehr hoch. Ja. Und hier sieht das jetzt auch nicht besser aus, so mit dem Auto, aber so sieht also so ich sieht, das alles, sieht richtig schick ja, aus. Ja, ich mag das auch, dieses alte, dieses. Genau, dieses, guck mal, dieses Haus, das ist alt, aber das ist schön. So, also, wo lang war da mal? Jetzt müssen wir mal gucken. Hier musst du links. Aber hier ist ja auch, was ist das für ein Laden? Da ist ein Tabakladen wohl. Also die verkaufen hier wohl. Oh, hier ist ein hier. Pamukkale. Die essen heute Abend Döner da. Warum nicht? Ja, können wir einen Döner essen? Ja, aber du weißt, was mein Cousin sagt. Ja, aber es sind jetzt schon so viele Jahre her. Da muss ja ein bisschen was aufgebessert sein. Okay, Schatz, aber wir waren letztes Jahr auch hier. Hast du eine Ahnung, wo wir waren? Ja, an dem Kreise da lang. Okay, da zu unserer Straße sozusagen. Okay, tamam, warte. So eine Kacke. Wir sind hier zum Kreis gefahren. Ja. Wie, unser Haus ist da vorne und genau. Einkaufsmöglichkeiten sind hier 50, genau. 20 Meter, Alter. Hinter jetzt habe ich keinen Parkplatz gefunden. Jetzt fahre ich das Auto wieder rein und gehen zu Fuß. Oh Mann. Ja. Ja, kann passieren, kann passieren. Das passiert auch mal jeden. Ja, okay, wir wollten ja Getränke kaufen, aber dann kaufen wir das nachher. Wir noch mal nach vorne. Da vorne waren. Okay, da machen wir mal. Ja, ich wollte jetzt hier, wir sind also hier rausgefahren, hier im Kreis gefahren und da sind die, egal, von innen. Dann drin ist es die Einkaufsmöglichkeit, egal, komm jetzt, ne? Ja, dann haben wir uns gedacht, oh Kacke, noch nicht mal einen Parkplatz gefunden, denn der nächste Parkplatz war unser Haus. Der nächste Parkplatz war unser Haus, schon geil. Schönes Wetter. Ja, Hammerwetter. Wirklich, gestern war ja bei uns war es jetzt nicht so schön, aber wir sind ja auch hier. Aber ich habe gehört, bei uns soll es was regnen in Rotenburg. Ja, schön für die da. Hier ist so eine Autowerkstatt, alter Schwede, kann ich hier gleich anheuern. Da kann ich gleich anheuern. Was gibt's Wetter hier noch? Wallah, ja, guck mal hier. Ja, so, Friends, ich habe den Laden schon vorhin gegenüber gesehen. Ich denke, die verkaufen, da sind doch die geilen Baguettes, Schatz, ja. Ich sehe das schon. Freunde, Frankreich, Baguettes. Brutal. Brutal, brutal. Komm. Ja, ist brutal, muss man sagen. So, Friends. So, das ist hier so. Ne, wir gehen erstmal Aldi, weil was soll ich mit denen. Ja, lass uns mal hier mal gucken, dass wir. Also, Freunde, ich habe ab und zu Sodbrennen. Aber nur, wenn ich wirklich so Pizza, so Teigwaren esse. Jetzt habe ich meine Sodbrenntabletten vergessen. Naja, aber auch nur, wenn viel Hefe drin ist. Wenn ich das genau. Zu Hause mache, dann hast du ja auch nicht, ne? Genau, wenn ich viel Hefe drin habe, dann drin ist in der Pizza, dann habe ich so ein bisschen Sodbrennen. Und dann nehme ich mir mal eine Tablette, Talzit, dann geht's. Mal gucken, wie ich hier Tabletten kaufen kann. Jetzt müssen wir es auf Französisch, wie heißt es auf Französisch? Ich will gucken, ich will ihr die Verpackung zeigen. Ja, ob die was findet, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, die Apotheken gibt es ja auch ganz, ganz viele. Keine Ahnung immer, ne? Ja, ein bisschen
Hauptsache, die haben das hier. Bonjour, Freunde, bonjour. Leider, ein bisschen mit der Sauberkeit ist immer so eine Sache hier, Schatz. Ne? Aber ich glaube, das überall in Frankreich. Ja, wirklich. Ne? Oh, ein Hochzeitswagen. Es ist leider so, ich weiß nicht, wann die immer sauber machen. Es sind auch viele Läden, wohl Wochenende zu. Ja, aber irgendwie finde ich das immer so, das ist ein bisschen traurig. Habe ich gesehen. Also, ich finde es ein bisschen traurig. Du? Ja, hier dieses hier einfach. Ein schönes Land, ne? Ja. Also darüber. Klar gibt es natürlich hier tolle Ecken, muss man jetzt sagen, aber das ist jetzt schon ein bisschen, ja. Oh, die riechen aber. So, wei. Aber hier haben die auch so, die haben nur Hähnchen. Ja, aber wir haben da Käse, Mese, haben die da? Nee, sieht nicht so aus, ja. Hm? Cheese? Aber lass mal Getränke uns was drüben holen, komm. Ja, keine Ahnung, wie die Preise sind. Das ist ja auch Euro, wollen wir mal gucken hier. Es ist so zum Beispiel, ne? 3,95, keine Ahnung. Ist ein guter Preis oder ein schlechter Preis? Ich weiß es nicht. Schatz. Ich weiß nicht, ob die hier Pfand haben, ne? Ich glaube nicht. Haben die nicht. Haben die nicht. Also ich denke mal, die Produkte müssen ja gleich sein, wie allgemein bei uns, denke ich mal. Oder? Ja? Produkte müssen eigentlich gleich sein. Kann ich mir nicht, bestimmt aber Produkte auch hier, auch ja, von ihr. Deutsche. Genau, deutsche, aber da haben die auch noch ihre Produkte wohl bestimmt. So, hier, Multivitamin. Oh, tui. Ach, das, die sehen aber Hammer aus hier, ja, ich weiß nicht. Ja? Wei. Die sehen schon sehr gut aus. Richtig lecker, richtig lecker. Ja. Ach, Wetter ist herrlich jetzt, ja. Wirklich. Richtig schön. Ich habe leider eine Strickjacke. Wir haben 22, 23 Grad. Es ist so angenehm, Freunde. Es ist so. Oh. Yes, so, jetzt gehen wir. Patisserie sind wir jetzt, ne? Boulangerie. Boulangerie, okay. Ich pack die erstmal raus hier, ja. Oh, die sehen aber auch gut aus, ne? Oder? Diese Dinger, die sind voll lecker. Die hat doch die ist immer gekauft. Ist immer geil hier, die Croissants hier. Die sehen so jetzt, die sehen jetzt nicht so toll aus, aber die schmecken immer brutal, ne? Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch kein Steckencroissant gegessen. Ich auch nicht. So, ich war ja mal Dings hier, ich habe auch reingeschrieben, Beulen gehören zu den Autos dazu. Und dann hat einer reingeschrieben, das war mal. Komm, Junge. Nee, aber ist nicht mehr so schlimm wie früher. Erzähl mal, komm. Erzähl mal. Hä? Erzähl jetzt nichts, Alter. Guck. Warte mal, aber wie kommt guck, man raus? Guck mal. Erzählt doch nichts hier. Guck mal, wie der geparkt hat, Alter. Mein Schatz. Ja, haben sie auch hier schwer, wirklich. Ne? Guck dir das mal an, ey. Die müssen sich hier richtig hart durchkämpfen, ja? Ja. Ich glaube, das ist die normale Müllabfuhr oder ist alle Müll alle ein? Nee, oh. Das ist Sperrmüll, weil ich habe gesehen. Das Blöde ist, einer will hinten durch. Nein. Das muss ja aber langsam kommen. Ja, Tünja. Hola, Joe Biden, du hast uns gegeben hier. 20 Minuten jetzt wegen dir zu tun hier. Walla, das kostet so unser Leben. Oder nicht, Schatz? Hey, irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Wochenende sind wir nur am Warten. Walla, ja. Ich schreibe dir eine Rechnung, Joe Biden. Was soll das? Halt, einmal heute Essen auf deinen Nacken. So, ja, Freunde, es ist wirklich Chaos. Die haben wirklich so groß, also wirklich, wirklich abgesperrt. Seine Mutter haben sie abgesperrt hier, ja. Was wollen die von dem Opa? Der stirbt doch schon so von alleine vom Gucken. Oh, Spaß. Aber er sieht nicht so gut aus wie... Wei. RS5, RS5. Wie heißt das Lied? Hm? Ja, normalerweise, liebe Freunde, ihr wisst das, hier ist alles voll. Hier fahren die Autos. Überall fahren Autos, ja. Dank Joe ist hier alles leer. Cool. Ja, ich sehe hier aber viele Verwandte. Ja, sind auch viele, ja. Ja, aber auch schön. Wetter ist richtig schön, Freunde. Wir haben hier 22 Grad. Herrliches Wetter, herrlich. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Perfektes Gammelwetter. So, eins muss ich sagen, liebe Freunde. Die Pariser verstehen vom Mode. Guck mal, wie elegant die Kleider hier sind. Wei. Chanel Manello, oder? Aber es ist Secondhand-Shop, glaube ich, ne? Sieht nicht? Just looking. Keine Ahnung. Und was war das jetzt? Keine Ahnung.
Wie sieht's hier mit der Wohnung? Ich habe die Schnauze voll, immer herzukommen, Alter. Ne? Wir kaufen erst eine Wohnung und dann brauchen wir nicht hier. Preise? Nein, hier stehen keine Preise. Weil aber es ist arabisch, steht da. Guck mal. Millionen. Achso, die können. Aber die Bude wäre ja nicht schlecht. Guck mal, 180 Quadrat, die nehmen wir uns. Die kosten Millionen. Nimm das doch lieber. Nee, der Ode ist schön geil. Also das kostet bestimmt ein paar Millionen hier. Hier in dieser Straße. Dein Cousin, ich weiß. JP. Genau, hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber die Lage. Der ist so ungefähr von 10 Gehminuten von dem Eiffelturm. Den Eiffelturm aus dem genau. Fenster. Und was das, kostet das Ding hat, also vor 5 Jahren hat er mir gesagt, hat er 4 Millionen Euro wert. Zwei-Zimmer-Wohnung. Zwei also Zimmer. Bestimmt 5. Alter, was kostet das Ding? Ja. 6,5 Millionen. Aber guck mal lieber den für 11 an, der war krass für 11. Alter Schwede, ne? Guck dir das mal an. Der ist doch okay, Schatz. Ja, der geht für 5 ja, ist okay, Digga. Alter, da können wir noch mal ein bisschen Porokasse plündern. Der geht auch. Nein, das ist, nee, ist mir zu weit, der Eiffelturm. Guck mal, der geht für 9 Millionen, der ist krass. Der andere war doch. Nein, ich habe eine Schräglage, die will ich nicht haben. Da gucke ich hier um die Ecke. Habe ich ja meinen Hals hier, tut mir weh. So, lass mal rübergehen, komm, Bentley, gucken. Warum wir hier sind, ich hole mein neues Auto ab. Jawohl, Jan kriegt hier sein neues Auto. Ich habe mir ein ITC V12 bestellt. Ich habe mir den hier bestellt, aber in dunkle Farbe, der ist schwarz. Nee, ich glaube noch nicht, aber so schön ohne Autos. Ja, aber guck mal jetzt, Leute, eure Meinung zum 97er, was sagt ihr? Er sieht auch sehr brutal aus. Nein, er sieht mächtig aus. Haifisch, Haifisch. Ja, aber guck mal, wie mächtig er aussieht. Was ist denn das hier? Also, ist es Joe Biden sein Auto? Nein, MC, keine Ahnung, was das ist. Ja? Ja? McDonald's. Ich hab da vorne mein Auto schon gefunden. Ja, Four Seasons. Ja, hier wollten wir übernachten, ging nicht. Wir haben gesagt, wir haben keine Zimmer. Ich hab gesagt, ich bin aber YouTuber. Monaco. Ja? Ich hab gesagt, ich bin YouTuber, die haben mich nicht erkannt. Ja, der ist auch noch nicht schlecht. San? Wieso? Vor einem Unfall. Hier. Wei. Aber hey, der hat nur 6 Zylinder. Der hat die gleiche Farbe wie unser Golf. Ja, fast. Der erste 6 Zylinder von 5. Blöd. Also, die ganze Straße ist wegen Joe Biden gesperrt. Komplett bis 16 Uhr können wir nichts machen. Ein geiles Bicycle holen. Genau, also wir kommen irgendwie auch nicht weg. Wir haben geparkt, alle Straßen sind hier gesperrt. Das heißt, wir holen uns ein paar Fahrräder hier, Digga. Checken mal ein paar Fahrräder aus und dann fahren wir zum Eiffelturm. Andere Chance sehe ich hier jetzt nicht. Weil Auto ist auch ganz weit entfernt. So, da sind ja ein paar Fahrräder hinten. Vielleicht können wir da was checken von Lime. Wo? Nee. Fahrrad ist gut. Guck mal, wir ziehen uns jetzt ein paar Fahrräder rein. So, ja, was los? Haben wir einen? Hier ist der erste. Wirklich? Kann ich damit fahren? Sie sagen Helm aufsetzen, aber egal. Was für ein Helm? Wir haben doch keinen Helm. Ja. 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 Achso, hier kostet Starten 1 Euro pro Minute 20 Cent. Ach, das geht. Ist okay. Also, liebe Freunde, dann heißt das, dann fahren wir hier mit den Dingern hier weiter. Weil, wie gesagt, bis 16 Uhr müssen wir uns jetzt irgendwie umhalten. Wir können nicht auf die Champs-Élysées. 16 Uhr ist alles gesperrt. Ich weiß nicht, ob der Eiffelturm gesperrt ist. Fährt deiner jetzt? Nein, meiner muss noch freigeschaltet. Achso, okay. Ist meiner frei? Mach mal hier. Bei mir ist Licht. Ja, diesen muss. Wei. So, ich hab mein Fahrrad, Freunde. So, liebe Freunde, jetzt geht's los. Was ist los jetzt? Ey, Schatz, ja. Jetzt weißt du, warum ich immer ein E-Bike will, ne? Naja, ist okay. Hadi. So, wir sind mit den E-Bikes unterwegs. Warte, wir fahren jetzt alle zusammen. Jungs, ich mach gleich einen Unfall, Freunde, ja. Allah. Hey. Ja, ist auch schon geil hier in Paris mit Fahrrädern unterwegs. Bin aber zuletzt, keine Ahnung, wann ich Fahrrad gefahren bin. Aber es geht, man kann fahren. Freunde, es geht. Wir sind mit dem Fahrrad in 2 Minuten hier gewesen. Da ist wieder unser geiles Auto. Fahrradfahren macht Spaß. Voilà, ja. So, Friends. Jetzt suchen wir nochmal die Familie. Keine Ahnung, wo die sind. Wir haben uns ein bisschen verloren gehabt. Keine Ahnung, die sucht immer noch die Verwandten. So, wo sind die jetzt, Schatz? Wo ist die Familie? Wir finden die nicht, ja? Was?
Was ist denn hier? Oi. Hä? Ach so, ja, da sind wir jetzt Gemüse, aber dann ist der Eifel ja vorne links, hier links und runter, ne? Ja. Ah, wir sind schon Eiffelturm. Ey, was ist hier los? Welche Seite sind die? Aber seid ihr auf dem Wochenmarkt? Auf der linken Seite ist was? Schatz, wir treffen uns unterm Eiffelturm. Warte, ich... Unter. Ja. Wir treffen uns am Eiffelturm. Und unterm Eiffelturm kommst du nicht, da musst du direkt kommen. Ja, dann neben. Haben die auch keinen Parkplatz? Direkt neben, da sind Menschen. Gut. Was hat er, was für ein Problem hat er? Gut, Car. Was hat er für ein Problem? Ja, gleich haben wir es geschafft, Freunde. Ja. Wir sind hier fast am Eifel. Jawohl. Mit Fahrrad. Das geht voran und wir geben jetzt wieder Gas. Wir gehen noch eine Kurve. Walla, geil. So, da ist der Eiffelturm. Wir kommen mit Fahrrad wirklich viel, viel besser. Oh, dann als mit Mauro, Alter. Walla, nächstes Mal ab nur mit Fahrrad hier. Ist richtig geil, das macht Spaß. Da ist der Eiffelturm, Freunde. Ja, lass uns mal ein bisschen. Schönes Wetter, geiles Wetter, ja? Walla, geil. Richtig schön. Richtig schönes Wetter. Ja, warte, gib ihm mal, ja? Ja, süß, so cute. Ja. Aber was ist das? Boxer. Was? Er hat so eine Welt um Hals. Ja, was soll er machen, ja? Jo, Freunde, es ist wow. Was läuft denn da? Wow, ein Cabrio hier. Ey, ist das nicht dieser Bruder von eben? Nein. Ey, den hat er selber lackiert dabei. Ja, guck mal, da hast du die Lackierung gesehen. Ey, ich feiere die Franzosen. Die sind alle. Freunde, es ist so schön. Es ist so geil. Und das Wetter jetzt ist perfekt gerade. Nicht so heiß, nicht so warm, nicht so kalt. Es ist Hammer. Und man kann mit langer Hose gehen, aber T-Shirt. Hammer. Richtig ein toller Atmosphäre. Ist brutal. Also ich sag mal, man muss ab und zu herkommen, Freunde, ja. Wei, wei, Hütchenspieler, wei. Hör mal. Wie sauer ist das? Hä? Wei. Ich weiß. Hey. Die Leute lassen sich immer was einfallen. Also die schwarzen Brüder, die verkaufen die Eiffeltürmer. Und hier, das ist auch eine tolle Idee. Komm, auch eine tolle Idee. Die haben die Koffer, die tun so, dann kannst du dich davor stellen und so tun, hat ein Foto mal vom iPhone mit Koffer. Siehst du das? Die Koffer stehen. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Meinst du, was steht die da in der Mitte? Das sind deren Koffer. Hey, hier. Ach, hör auf. Ach, Franz, ein bisschen Spaß muss ja sein. Andy, hey. Andy, das ist du. Lass mal ein Crepe essen, ja? Ja, der Marc ist auch wieder von dem. Immer wenn wir hier waren, ich hab so einen Laserpointer. Hier haben wir immer gekauft, ne? So sind wir da unter fast. Früher konnte man untergehen, das haben die jetzt verboten. Haben die jetzt mal, ja, weißt du doch, wir waren doch früher unten. Da wurde doch San beleidigt von diesem französischen Komiker. Ja, das war, weil San hat auch Spaß mit ihm. Er hat Spaß mit San, was San hat so eingetan. Und dann war er beleidigt. Okay, wollen wir ein Crepe essen drüben? Ja. Ade. Dann lass uns weiter. Ein bisschen Schlange haben wir da. Eis wäre gut. Eis wäre auch schön. So, Friends. Oh. Oh, sorry. Haben wir aber Ärger von der Polizei bekommen, ja? Hä? Haben wir aber Ärger von der Polizei bekommen? Allah. Hey. Ach, die verjagen die alle jetzt. Hey. Guck mal. Guck mal, die ganze Straße, die verjagen die alle. Ja, die haben auch mit mir Ärger gemacht. So. Komm. Hade. Oh, ich nehme meine Soft Eyes, ihr wisst. Ich. Was kostet 5 Euro?
Wie? Fress. Wallah, 5 Euro? Glas. 5 Euro? 5 Euro? Wallah, teuer, Digga. Wallah, wollen wir Eis haben? Ja, ich will Eis haben. Soft Eis. Crepe muss eine andere Schlange stehen. Hey. Ich muss allgemein in dieser Schlange ja, dann stellen wir uns hin. Ja, ein bisschen schon teuer Eis. Ey, ja, aber ist ja normal, ja, dass es bisschen teuer ist. Was ist aus Rumänien kommt, hä? Oh, Mickey Maus? Ja? Rumänien. Mach Spaß mit ihm. Ja, dumme, dumme, dumme. Der Arme, ja. Der Arme. Aber haben die dich verrechnet? Nein. Doch, haben. Ich hab schon Die haben mir 22 Euro zurückgegeben. Ja, ja. Sie hat schon gesagt, ich verstehe ja ein bisschen Französisch. Sie redet die ganze Zeit Zahlen, ich habe mich verrechnet. 30 Euro habe ich ihnen gegeben, dies, das, Ananas. Mein Kopf ist nur, wir haben die komplett auseinandergenommen, wir haben die Stadt auseinandergenommen. Na. Hast du dein Eis schon aufgegessen? Nee, weggeschmissen, Hälfte, war nicht so lecker. Okay. Aber, ich krieg ein Fleisch. Schatz. Mit dem Eiffelturm, aber hier den Hintergrund vom Kreppladen. Ja, also war ja auch wirklich, ja, wir haben ja viel erlebt bis jetzt, aber gesehen, das kriege ich noch nicht mal rein. Bier for free. Wo? Hinter dir. Bier for free, wo? Freunde, es geht weiter. Ich glaube, das Video ist schon über eine halbe Stunde, 40 Minuten lang. Das wird schon ein hartes Video. Ich denke mal, hier machen wir einen Abschluss. Aber es geht noch weiter. Wir wollen Bootsfahrt machen. Essen. Saint-Denis, hier, Taba. Also wir haben noch viel zu tun. Champs-Élysées wollen wir noch. Ich denke mal, hier machen wir einen Abschluss mit dem Video. Und dann sage ich mal, sehen wir uns auf jeden Fall im zweiten Video. Tui gönnt sich eine Chanel-Tasche. Wir gucken mal, ob wir so eine Chanel bei den dunkelhäutigen Kollegen kaufen können. Weil bei dem hellhäutigen geht's nicht. Also ich weiß nicht, Saint-Denis kannst du das bestimmt kaufen. Bestimmt. Freunde, küsst eure Herzen, abonniert, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Bye-bye.